almost 80 children in Ukraine will never become adults. This was done by Putin and his troops. In the morning of February 24th, Russia launched a full-scale, unprovoked war. Russia's war is aimed against the Ukraine army and its civilians. Ukrainians give a decent rebuff to the occupiers. Russia has already fired 328 Iskander caliber point and X-class missiles to undermine public confidence in government officials, hostage talking of the local population. This is what is happening now in a European country. That Russian aircraft struck the settlement of the Belarus. Seit über zwei Wochen erschüttert ein völkerrechtswidriger Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, unseren Kontinent. Und für diesen Krieg gibt es keine Erklärung, für diesen Krieg gibt es keinen Grund. Ein einzelner Mann, Wladimir Putin, hat entschieden, dass sein eigener Herrschaftsanspruch wichtiger ist als die Souveränität der Ukraine, wichtiger ist als die Demokratie und wichtiger als Menschenleben. Jetzt hat die Europäische Union reagiert. Es wurde Russia Today verboten. Wir haben diese Woche im Verfassungsausschuss die entsprechende Vorlage auch beschlossen. Wer Russia Today die Möglichkeit gibt, in Österreich zu senden, wird mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 50.000 Euro belegt. Das ist ein harter Schnitt. Die Europäische Union macht eine unblutige Verteidigung gegen einen blutigen Feldzug. Einen Angriffskrieg, der weit über konventionelle Kriegsführung hinausgeht, der die Zivilgesellschaft betrifft, der sich gegen Kinder, Frauen und Männer sogar richtet, der in einer Brutalität geführt wird, die schockierend ist. Wir sollten als Menschheit weiter sein im 21. Jahrhundert. Es gilt jetzt, dass die Zivilisation gewinnt gegen die Barbarei, das Licht gegen den Schatten, die Demokratie gegen die Diktatur, die Freiheit gegen die Unterdrückung. Das ist es, wozu die Europäische Union, besonders das Europäische Parlament, das die Bürgerinnen und Bürger der EU vertritt, stehen. Wir stehen an der Seite der Menschen in der Ukraine. Wir machen unblutigen Widerstand gegen den blutigen Krieg in Form von Sanktionen. Sanktionen, die sollen dieses Diktaturregime im Kreml ins Mark treffen. Und die soll so wirken, dass die Kriegshandlungen eingestellt werden, dass diese Diktatur überwunden wird. Es richtet sich nicht gegen die russischen Menschen. Russische Menschen sind gleich viel wert wie alle Menschen. Alle Menschen sind gleich viel wert. Es richtet sich gegen das Verhalten und die Kriegsführung, gegen das Regime. Und ich wünsche allen Menschen, auch den Russinnen und Russen, Demokratie. Und ich wünsche jetzt vor allem den Ukrainerinnen und Ukrainern Frieden und Freiheit. Шановні пані та панове, я дякую всім, хто прийшов сюди демонструвати солідарність. Демонструвати солідарність, демонструвати підтримку з усім українським народом, з нашим президентом, Збройними силами України. Війна показує, що ми можемо захищатися і ми будемо захищатися. І від того, наскільки ми тут зможемо підтримувати наших співвітчизників в Україні, наших військових, залежить також і настрій в Україні. Але я не сумніваюся, що цей настрій, він дуже і дуже потужний, він дуже рішучий, оскільки йдеться про майбутнє наше, йдеться про майбутнє нашої держави, і тому в нас немає іншого виходу. Але з іншого боку, я всіх закликаю тут, в Європі, в Австрії, і надалі бути разом, і дивитися, слідкувати за тим, щоб ми звідси робили все можливе, щоб санкції, які ухвалені проти режиму Путіна, проти Росії, щоб вони й далі залишалися ефективними. Щоб ми також дивилися всі можливості, які існують, щоб ці санкції обійти, щоб ці можливості їх не було. Тому я дякую, що ви прийшли, я дякую, що ми разом. Перемога буде за нами. Слава Україні!